Hallo Leute und willkommen zurück zu SimCity. Ja, wir spielen heute mal wieder weiter, wie wir jetzt gedacht. Und ich würde sagen, wir werden so langsam ein Großprojekt beginnen. Da. Gucken mal. Also was wollen wir denn überhaupt bauen? Wir könnten eine Archäologie bauen. Um dieses Meisterwerk menschlicher Baukunst zu errichten, brauchen sie ausgebildete Arbeiter und Ressourcen. Das dichte Ökosystem enthält alles, was eine riesige Gemeinde braucht. Die Sims leben hier. Viele von ihnen werden jedoch in andere Städte der Region pendeln müssen, um dort zu arbeiten, zur Schule zu gehen oder ihre Einkäufe zu erledigen. Vorteile: Arbeiter, Kunden, Schüler und Studenten. Dafür braucht man aber 2800 Tonnen Metall, 1000 Tonnen Legierung und 60.000 Kisten mit TV-Geräten. Dann das Raumfahrtzentrum müssten wir erstmal entdecken. Diese ausgedehnte Anlage, naja, warte mal, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil ich habe echt keinen Bock auf Raumfahrtzentrum. Dann internationalen Flughafen könnten wir auch machen. Für den Bau eines internationalen Flughafens brauchen sie Ressourcen und Arbeiter aus Städten der Region. Wenn der internationale Flughafen einmal eröffnet ist, gelangen mit dem Flugzeug Touristen in die Region. Gleichzeitig werden über Frachtflugzeuge Lieferungen verschickt. Und ich sollte mal bei mir das Fenster zumachen, denn man hört gerade bei mir die Glocken. Also die Glocken der Kirche. Das war meine Jalousie. Und Fenster zu. Ja, es quietscht. So, gut. Jetzt geht's aber los. Wir könnten die Archäologie bauen, glaube ich. Das machen wir auch. Minus 300 pro Stunde. Und 1 Million. Ich würde sagen, das machen wir dann aber in Schöpfland. Denn das hat mehr pro, die haben mehr pro Stunde. Juhu. Schöpfland. Muss nur aber noch gucken, wie wir das Ganze machen. Wir brauchen ja dafür einiges. Die TV-Geräte könnten wir natürlich herstellen, aber ist immer die Frage, wie. Also, wie wir das Ganze angehen und so. So, oh, die machen nicht mehr. Die machen weniger. Wir machen hier viel. Kazoopas. Machen die 4 pro Stunde? Haben die 4 pro Stunde gemacht? Ja, das kann sein. Aber unsere Casino-Stadt, die war das glaube ich nicht. Die macht aber hier relativ viel, dafür haben wir kein bisschen Geld. Also machen wir es doch mit Wäschersfelden. Spieltipp, schicken Sie die LKWs mit den Ressourcen direkt an die Nachbarstädte, um ihnen bei ihrer industriellen Entwicklung zu helfen. Gut. Dann gehen wir hier raus auf das Großprojekt und Archäologie. 2800 Tonnen Metall, 1000 Tonnen Legierung, das wird teuer, und 60.000 Kisten mit TV-Geräten, die können wir hier herstellen lassen. Baba. Standard für Großprojekt. Anwendung wird verarbeitet. Dies kann 1 Minute in Anspruch nehmen. Wir setzen in Kenntnis, wenn die Genehmigung erteilt wurde. Hier können wir schon mal auf alles auf TV-Geräte ausbilden, sage ich jetzt mal. Gehen wir bei Prozessoren nicht auf Export, sondern auf lokal verwenden. Berechnet Splines. Wie sieht eigentlich mit Wasser? Ach genau, das muss ja noch versorgt werden, alles. Strom haben wir noch eindeutig genug. Unsere, die ist noch okay. Was wollten wir machen? Da. Prozessoren. Lokal verwenden, das muss alles importiert werden, ja. Ihr importieren, genau. Die Prozessorfabrik haben wir hier einerseits. Was ist los? Wow, haben wir viele Obdachlose. Haben wir viele Obdachlose. Wie viele sind denn das? Okay, wir haben auch eine riesen Stadt, aber 1030. Prozessorfabrik. Hatten wir keine. Hatten wir noch gar. Ah, ja. Gut. Dann haben wir was zum Bauen. Nur wohin? Unsere Unterhaltungselektronikfabrik müssen wir dann bauen.
Nicht Handel, sondern Elektronik. Oh, die ist noch nicht genehmigt. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Beim nächsten Upgrade. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal für die Elektronikzentrale. Müssen jetzt erstmal schön am besten warten wir da und dann verkaufen wir alles auf einen Schlag. Gut. Na, dreh dich. Oder hatten wir nicht bei der Handelszentrale schon gebaut? Ach nee, das ist ja aber nur für... Ich meine, warum ist das hier nicht noch für unsere Stadt? Das wäre doch viel schlauer. So, da auch noch. Und das hier auch noch. Nein, theoretisch wäre es ja möglich, aber da muss ja das Großprojekt hin. Aber nein, natürlich nicht. Boah, unsere Stadt sieht ein bisschen verrottet aus. Was macht eigentlich der Bürgermeister hier? So, oh, 49 verlassene Gebäude. Und wir haben wieder den Bug, dass der Ton nicht da ist. Die ganzen schicken Gebäude, schicke Gebäude, die ganzen schicken Gebäude, so. Hört sich so falsch an. Eigentlich könnten wir so ein Erdbeben machen und dann wäre es noch sowieso die ganze Stadt weg. Und dann die ganzen Obdachlosen, die hier noch drin sind. Schlimm, dieses Stück geht leicht den Bach runter. Falls wir nochmal so eine bauen, müssen wir das echt machen, dass wir die nicht so groß werden lassen. Weil die darf einfach nicht so, wenn die so groß ist, sind wir gearscht. 22 nur noch. Oh, 20. Okay, wo sind denn verlassene Gebäude? Also durch die ganzen Obdachlosen erkennt man mal gar nichts. Da auch noch, da auch noch. Hier sind zwei. Aber man kommt hier sowieso nicht hinterher, so oft wie sich das hier ändert. Da hinten. Boom. Sind das viele Obdachlose? Ein bisschen zu viele. Boah, sind das viele. Das sind extremst viele. Ist jetzt gerade kein Haus. Naja, egal. Wie viele Obdachlose? 1.500. Die Uni, genau, die macht den Brutreaktor. Ah, hier sind ein paar Häuser, die wirklich mal abreißen. Okay. Das Riesengebäude hier bitte. So, was ist los? Lager voll. Okay, wie sieht das aus? Prozessoren. Ja, können wir gleich machen. Gut. Na? Produktlager ist noch nicht komplett voll. Ja, nein. Ja, danke. Komm schon, gib uns das, wie viel wir verdient haben. Gut. Und Export. 100.500. Ist das höher gegangen? Nee, glaub nicht, oder? Und jetzt schön exportieren, auch wenn wir das nicht schaffen werden. Wette ich mit euch. Boah, ist das ranzig, ganz ehrlich. Eigentlich mochte ich die, aber jetzt ist die irgendwie so verrottet. Wir könnten hier natürlich noch was hinbauen. Wir können auch zur Seite bauen, glaube ich. Oh ja, das ist doch möglich.
Würde ich mal erstmal gucken, können wir zur Seite bauen. Ja, perfekt. Dann kommt. Nein. So, dann werden die Lager vernichtet. Prozessorlager. So. Da können die auch erstmal gefüllt werden. Hier brauchen wir dann nochmal. Das da. Das da. Das da. Das da. Dann machen wir das mal ganz anders. Wir erstmal. Dann verkaufen wir hier gar nicht. Wo ist der Handelspost? Da. Wir können verwenden, sondern warten wir einfach bis zur nächsten, bis zum nächsten Tag und dann verkaufen. Also wir warten, bis die voll sind und dann warten wir, bis der nächste Tag anbricht. 8000 Kisten können wir hier machen. Das sieht irgendwie schön aus, das hier. Kann man sich nicht irgendwie offline machen? Und warum geht Shift F1 nicht? In der Zeit können wir ein paar Häuser abreißen. Oh, ich dachte gerade, ich habe Straße abgerissen. Ach, so wenig Obdachlose da drin. Da. Da. Zwei Häuser. Ich will mal null verlassene Gebäude in der Stadt haben. Muss doch irgendwo sein. Hier muss noch irgendwo. Da. Und null Trümmer und. Sag mal. Zwei neue. Null verlassene Gebäude. Juhu! Und jetzt kam wieder eins. Und zwei. Müsste es wiederfinden da. So, null, perfekt. Und der ist weg und jetzt bleibt er auf null, ne? da kommt wieder rein. Oh, gleich haben wir 200.000 wieder. Wie viele Einwohner haben wir? Ja, Obdachlose noch 291. So wenig. Alle gestorben oder was? Dann ihr entwickelt mal bitte schön im Reaktor. Wie sieht es denn aus? Das da ist. Ihr sollt es lokal verwenden, das wisst ihr. Alter. Alter. Ach, ich drücke immer auf das Falsche natürlich. Lokal verwenden und das soll natürlich importiert werden. Ja, man sollte schon das Richtige drücken. Und gleich noch 7 Einwohner haben wir 200.000. Ändert sich immer. 200.000. Juhu. Brennt's? Nee, was ist los? Och. Also schöne Gebäude stehen hier, aber das Problem an diesem Sin City ist irgendwie, eine große Stadt kann einfach nicht funktionieren. Können noch mal machen. Strom ist klar. Er liefert überall hin. Und Wasser kann er aus Wäschers Felden kaufen. Und Abwasser aus Wäschers kann man nach Wäschers Felden. Müllentsorgung kriegt er, ist klar. Und dann brauchen wir diese Dinger ja gar nicht mehr. Sprich, Klärwerk, Pumpstation. Boah. Weg damit. Und hier, Pumpstation. Und weg damit. Hier können wir ein Handelsdepot rein theoretisch hinmachen.
Ne, das passt da aber, glaube ich, nicht wirklich hin, oder? Pff, da passt nicht viel hin, glaube ich. Vor allem ist es so ein bisschen Risikospiel. Vor allem ist Park and Ride, ganz ehrlich. 522 Passagiere pro Tag. Wie viel muss man immer warten? Viel zu viel. Park and Ride weg. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Jetzt hast du sie. Und jetzt bist du abgerissen. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht abreißen, aber wir werden jetzt sowieso gleich abreißen. Wir bauen einfach mal einen Umschlagplatz hin. So. Was? Machen wir mal hier einen schicken Frachtschiff. Anlegeplatz. Und dann brauchen wir hier Prozessoren. Nochmal Prozessoren. Da brauchen wir noch Fernseher und Fernseher. Warte mal, wie viel passt da rein? Das ist immer 10.000. Okay, das dürfte reichen. Können noch zwei hinzufügen. Haben wir eigentlich Banshee? Keine Ahnung. Könnten wir noch hier jeweils Legierung und Plastik. Passt natürlich nicht hin. Naja.